Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity. Mittlerweile habe ich herausgefunden, wie wir zu Hylia beten können. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, nämlich lebe jede Note des Lebenslieds. Deine Worte scheinen in der Luft zu klingen wie eine Glocke. Deine Stimme wird durch eine ungesehene Kunst melodisch und singend. Du kniest dich nieder, während du betest. Während du betest, spürst du, wie der Raum um deinen Körper sich verwandelt und schmilzt, und du findest dich in einer Vision des Bergtempels wieder. Du siehst jedoch weder Gläubige noch einen Drachen, sondern nur einen Baum. Seine Glieder winden sich um den Tempel und enden in Ästen und Zweigen in unterschiedlichen Größen und Winkeln. Sie scheinen zu lang und auch zu zahlreich zu sein, um von dem schwachen Stamm getragen zu werden, und doch halten sie der Brise reglos stand. Ein einsamer Spatz landet auf dem Ast neben dir. Er beobachtet dich. Ich erbitte eine Audienz bei Hylia. Der Spatz legt den Kopf zur Seite, wie nur Vögel es können. Dann pfeifen wir ihm mal zu. Du pfeifst die erste Melodie, die dir in den Sinn kommt. Der Spatz blinzelt mit seinen wachsamen Augen und hüpft auf dem Ast näher an dich heran. Er wackelt mit seinem Kopf und öffnet seinen Schnabel. Die reiche, trillernde Melodie, die daraus hervorsprudelt, ist der Gesang eines ganzen Vogelchors. Ein gewaltiger Schwarm schießt mit donnernden Flügelschlägen und lauten, kreichenden, zwitschernden Rufen herab. Tausende von ihnen füllen die Äste des Baumes. Vögel jeder Form, Größe und Farbe, die sich dicht aneinander drängen. Palegina seufzt tief. Ehrlich gesagt kann ich Vögel nicht ausstehen. Eine Brise bewegt die Luft. Die Äste schwanken und knarzen in einem seltsamen, sanften Rhythmus. Einige hundert Vögel huschen von ihren Ästen und bilden vor dem Baum einen wunderbar bunten Schwarm. Sie fliegen und schwirren umher, und du siehst plötzlich, dass dich jemand ansieht, von dem Wirbel aus Federn getarnt. Wächter, mir scheint, wir stehen im legendären Hof der Vögel. Sie schließt die Augen und hebt das Gesicht zum Himmel. Ich spüre eine Präsenz. Wärme und Hoffnung. You journeyed to my temple and found the dragon. Yet instead of driving it off, you allowed it to stay. The songs of my faithful will never again fill the nest. And the beast and her young will slaughter many to feed their hunger. Der flatternde Wind trägt eine Stimme zu dir, sanft und weich. Du bist in meinen Tempel gereist und hast den Drachen gefunden. Doch anstatt ihn zu verjagen, hast du ihm gestattet zu bleiben. Die Lieder meiner treuen Anhänger werden nie wieder das Nest erfüllen, und die Bestie und ihr Junges werden viele töten, um ihren Hunger zu stillen. Aber Drachen wie deine Vögel sind ebenfalls Wesen des Himmels. Jedes Leben hat einen Preis. Yes, and each should create wonders of commensurate value. What does a dragon create? Du spürst die Brise, während der große Schwarm durch den Tempel wirbelt. Ja, und jedes Leben sollte Wunder von entsprechendem Wert erschaffen. Was erschafft ein Drache? Ja, das ist eine gute Frage. Feuer ist verzehrt, aber es nährt auch die Schöpfung. Das mag sein, ja. Den Tod. Drachen beenden, was alt ist, was schwach ist, was seine Zeit aufgebraucht hat. Ja, das ist kein Erschaffen. Schönheit und mehr Drachen. Große Drachen schaffen kleine Drachen. Das ist auch wahr. Aber ich sage einfach mal, Feuer ist verzehrt, aber es nährt auch die Schöpfung. Plumage of the sun. Brilliant burning feathers of orange and yellow. In the sky it brings life. In the soul inspiration. And on the poet's desk guidance. You speak as one filled with this bright spark, Watcher. A soul that is a candle in darkness. Perhaps you could bring light to a place of shadows. Hunderte weitere Vögel steigen plötzlich in einer wahren Explosion der Farben in die Luft auf. Gefieder der Sonne, gleißende, brennende Federn von Orange und Gelb. Am Himmel bringt es Leben, in der Seele Inspiration, auf dem Blatt des Dichters Führung. Du sprichst wie jemand, der von diesem hellen Funken erfüllt ist, Wächter. Eine Seele, die eine Kerze in der Dunkelheit ist. Vielleicht könntest du Licht an einen Ort der Schatten bringen. Ich weiß bereits, dass Taos X Arcanon nach Sonne im Schatten gereist ist, um Urdika mit Tausenden von Seelen zu stärken.
Die Vögel kehren in den Baum zurück und lassen sich neben ihren Artgenossen nieder. Die Brise weht wieder durch die Äste, die Stimme der Göttin mit sich tragen. Then you have earned the favor of another. But stopping Theos will not heal the Deerwood. You must guide the trapped souls back to the bodies they were stolen from. Hollowborn children whose eyes have never seen the sun. Dann hast du dir die Gunst eines weiteren verdient, aber Taos aufzuhalten wird den Dürrwald nicht heilen. Du musst die gefangenen Seelen zurück zu den Körpern tragen, aus denen sie gestohlen wurden. Hohlgeborene Kinder, deren Augen nie die Sonne gesehen haben. Die trauernde Mutter klatscht einmal in die Hände, wodurch die Musik eines Glockenspiels beginnt. Nach langen Jahren sollen ihre Wunden geheilt werden, ihre Tränen getrocknet. Du könntest sie wiederherstellen. Ihre Familien nach Jahren des Klagens nun Hymnen der Freude schenken. Die Brise kitzelt dich am Ohr. Friede und Wiederaufbau verleihen dem Leid einen Sinn. Schmerz, der nicht zur Erfüllung führt, ist ohne Bedeutung, ohne Erlösung. Die Symmetrie verlangt, dass auf solches Leid große Freude folgt. Ja. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, das Leid, das Taos verursacht hat, wirklich ungeschehen zu machen. Sagani zuckt zusammen. Diese Wunden können doch gewiss heilen. Oder glaubst du nicht, dass die langen Absenzen überwunden werden können? Du hörst den Ruf eines Mauerseglers, sanft und klagend. Vielleicht können die Jahre nicht vergessen werden. Und für manche ist es vielleicht schon zu spät. Aber wenn man nur eine Seele wiederherstellen könnte, nur einen Funken Leben entzünden, nur eine Stimme mit Freude erfüllen, wäre es das wert? Es gibt noch eine zweite Seite. Ihr Ton ist vorsichtig. Ihr Ton? Du hast gesehen, was geschieht, wenn eine Seele aus ihrem eigenen Kreislauf gerissen wird. Können diese Kinder jemals wirklich zurückkehren? Vielleicht wäre es besser, diesen Seelen zu gestatten, neue Leben zu finden. Die trauernde Mutter blickt dich entsetzt an. Gib ihnen zuerst diese Leben, Wächter. Lass sie die Liebe ihrer Eltern erkennen, auf die sie warten, sie pflegten, und lass ihre Rückkehr Heilung in den Dürrwald bringen. Wie können sie in ein neues Leben übergehen, wenn sie dieses noch nicht voll gelebt haben? Sie jetzt in das nächste Leben weiterzureichen, das ist, als würde man einen Vers eines Gedichts abschneiden, eine Strophe eines Liedes. Oh je, ich mache mich auf den Weg nach Sonne im Schatten. When you reach the burial isle, you will find souls there that I have granted reprieve for their sins. I give these to you, for only they can bear you to safety on your journey down. And when you face Theos, and the rotting fruits of his endeavors. Remember the conversation we have had. In that moment, you will have power rivaling a god's. And after it, you will live in the world that you have chosen. Wenn du die Grabinsel erreichst, wirst du dort Seelen finden, die ich ihrer Verbrechen begnadigt habe. Ich überlasse sie dir, denn nur sie können deine Sicherheit auf dem Weg hinab gewährleisten. Und wenn du Taos und den faulen Früchten seiner Mühen gegenüberstehst, erinnere dich an unser Gespräch. In diesem Augenblick wirst du Macht besitzen, die einer Gottheit ebenbürtig ist. Danach wirst du in der Welt leben, die du erwählt hast. Choose Restoration Watcher. Return the souls to the bodies they were stolen from. Swear to me that you will do this, and I shall give you power to make even Woodaka quake. I can be merciful and terrible, Watcher. Wähle die Wiederherstellung, Wächter. Leite die Seelen zurück zu den Körpern, aus denen sie gestohlen wurden. Schwöre mir, dass du das tun wirst, dann werde ich dir so viel Macht geben, dass selbst Würdiger keine Chance gegen dich hat. Mächtige Flügel entfalten sich hinter dem Baum und verdunkeln die Sonne. Für die Dauer eines Herzschlags werfen sie einen blendenden Schatten über den Tempel. Ich kann gleichermaßen gnädig und schrecklich sein, Wächter. Die Augen der trauernden Mutter sind fiebrig. Wächter, dies ist die Hoffnung, an die ich mich geklammert habe, dass die Kinder des Dürrwalds wiederhergestellt werden können, ihre Familien geheilt. Bringen wir Hylias Wiederaufbau in dieses Land. Oh. Ich
kann mich erinnern, dass wir ein ähnliches Gespräch mit Rümergant hatten und mit Skaen und Ondra. Und denen haben wir anderes zugesagt. Da haben wir uns nämlich schon darauf verständigt, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich meine, wir haben uns darauf verständigt, diese Seelen quasi, also die Seelen, die jetzt aktuell gefangen sind, in Rümergants Obhut zu übergeben, da sie ja mehr oder weniger ohnehin verloren sind. Ich muss darüber nachdenken. Wait, I'm not done with you. Palegina geht nach vorne in den Vogelschwarm hinein. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Vögel kreisen und drehen sich, was wie ein Blitz aus bleichen Federn wirkt. Wer spricht da im Zorn? Du schuldest Palegina einige Antworten. Es kommt zu einer Pause, als sich die Vögel auf den Zweigen niederlassen und Palegina betrachten. Fragen flattern und kreisen in ihrem Verstand. Lass sie fragen, was sie will. It's not often that any of our kind get the chance to speak to their... What should I call you? My mother? Father? Those words seem to fall short and yet be too generous, given our history. Es passiert nicht oft, dass eine unserer Art die Gelegenheit bekommt mit ihrer... Was soll ich dich nennen? Meine Mutter? Meinen Vater? Diese Worte erscheinen zu kurz gegriffen, um angesichts unserer gemeinsamen Geschichte dennoch zu wohlwollend zu sein. Die Vögel neigen ihre Köpfe und recken ihre und verdrehen ihre Hälse, um einander anzuschauen. Du bist wütend auf mich. What did you expect? Should I be happy? To be like this? To live like this? What kind of creator does this to her creation and abandons it in a world this cruel? Was hast du erwartet? Soll ich mich glücklich schätzen, so zu sein, so zu leben? Was für eine Schöpferin tut dies ihrem Geschöpf an und lässt es dann in einer so grausamen Welt zurück? Also hätte ich dich einfach aus deinem Zuhause greifen, dich unter die Flügel nehmen, in ein Nest wie dieses bringen sollen? An einen ruhigen und harmonischen Ort fernab der Kriegsgesänge und Kampfplätze, die du so liebst? Ein Habicht erschaudert und stellt seine Federn auf. Sag mir, was du willst. All I've ever wanted from any of your kind is to take some responsibility. Any responsibility for what you've done to us, to every one of the children you've abandoned. Von deinesgleichen wollte ich nie mehr, als dass ihr für eure Taten Verantwortung übernehmt. Irgendeine Art von Verantwortung. Für uns, für jedes der Kinder, die ihr zurückgelassen habt. Die Vögel schlagen mit ihren Flügeln und erheben sich von den Zweigen. Du bist ein Lied der Wildheit, eines, das ich sehr liebe. Ich höre deine Raserei und Wut, und für mich ist es wie Musik. Dein Können und dein Heldenmut hinterlassen auf der Welt Spuren wie ein Teppich. Ich würde dein Lied niemals dämpfen, auch nicht mit dem Trost meiner Flügel. What does that mean? Come back here! Palegina schreit wütend in den zurückweichenden Vogelschwarm. Was soll das heißen? Komm zurück! Es gibt keine Reaktion. Palegina ballt frustriert die Fäuste. Palegina, es tut mir leid, dass du nicht die Antworten bekommen hast, nach denen du gesucht hast. Du hast etwas Besseres verdient. We all deserve better. Wir haben alle etwas Besseres verdient. Sie lässt resigniert die Schultern fallen. Das Nest über den Wolken, abgeschlossen. Und soll ich euch was sagen? Bis auf den Meister in der Tiefe haben wir damit mehr oder weniger alles erledigt. Jetzt müssen wir mal gerade schauen. Moment, wo kann ich das nochmal nachschauen? Hof der Büßer, Rat der Sterne. Da. Ich gelobte die Seelen in Rümmer ganz Entropie zu übergeben in Tausch gegen seine Macht. Ja. Ja. Allerdings scheinen die Götter bereit zu sein, große Macht anzubieten, im Austausch gegen das Versprechen, mit den verlorenen Seelen so vorzugehen, wie die Götter es wünschen. Ein Verrat jedoch hätte einen Preis. Also wir haben Hylia bis jetzt nichts versprochen. Und ganz ehrlich, ich will nicht Gefahr laufen, dass wir Hylia jetzt auch was versprechen, das Versprechen zwar erfüllen, aber dafür dann den Preis bezahlen für den Verrat an Rümmelgant, dem wir ja schon unser Wort gegeben haben. Insofern, nein. Die Seelen, die da unten jetzt gefangen sind. Also ich meine, es ist natürlich ein verlockender Gedanke, dass man die Seelen einfach zurück zu den Kindern bringt, die aktuell keine Seelen haben. Aber es gibt da einen schwerwiegenden Knackpunkt.
für die Eltern, die ihre Kinder haben, die ihre Kinder gepflegt haben und bei denen alles gut gelaufen, also in Anführungszeichen gut gelaufen ist, ja, mag das ein großer Segen sein. Allerdings erinnern wir uns daran, dass es eben auch Kinder gab, die mehr oder weniger in der Wildnis ausgesetzt wurden, die mit irgendwelchen komischen Seelen bepflanzt wurden oder was auch immer von Tierseelen. Es gab mit Sicherheit Situationen, das ist ja auch von der trauernden Mutter beschrieben worden in ihrer Vision, wo Leute gestorben sind, wo Eltern gestorben sind, wo es wirklich zu Chaos geführt hat und so weiter und so fort. Und wenn jetzt plötzlich die Seelen wieder da wären von diesen Kindern, also wenn ich jetzt das Elternteil eines von den Kindern wäre, die ich versucht habe, mit Tierseelen zu beseelen, ja, dann würde ich mich, glaube ich, dann wirklich in den Hintern beißen und das würde für sehr viele Probleme sorgen, meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Schrein von Galawein in den Schwarzauen. Sind wir in den Schwarzauen? Römer Cup? Nein. You must gather your party before venturing forth. Ich weiß. Schwarzauen, wo ist denn Schwarzauen? Da oben. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich nicht überzeugt davon, die Seelen jetzt einfach zurückzubringen. Ich denke, alle haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass die Situation nun mal so ist, wie sie ist. Und wenn wir die Seelen der Entropie übergeben, dann bleibt es auch erstmal so, wie es ist. Also zumindest das, was bisher geschehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut wäre, also dass es wirklich gut wäre. Natürlich würden sich die Leute im ersten Augenblick darüber freuen, dass ihre Kinder jetzt Seelen haben, zumindest die, die noch übrig sind. Aber im Endeffekt, oder wenn man es dann mal... Oh, 19 Stunden, Mist. Ach so, das ist der Bittsteller. Geht in 3 Tagen, wenn ignoriert, minus 5 Prestige, plus 0 Sicherheit für 3 Tage, geringe Reputation bei Trotzbucht negativ. Wir zahlen ihn mal aus. So. So, und hier soll jetzt irgendwo ein... Ach so, hier oben war doch der... Ah, ich erinnere mich. Ja, also wir werden die... Wir werden die Seelen nicht zurückgeben in die Körper, sondern wir werden das tun, was wir Rümmelgan versprochen haben, nämlich sie der Entropie zuzuführen. Ich denke, da sind sie noch am besten aufgehoben. Mal davon abgesehen, das wäre ja auch... Ja, wenn man jetzt mal wirklich in die Hintergrundgeschichte des Charakters eintauchen würde, ja, dann sind wir natürlich ein Diener Rümmelgans. Der ist unser Gott aus dem Norden und dazu noch als düsterer Schreiter. Ohne Zweifel. Ich steig mal eben schnell auf, weil ich gerade gesehen habe, dass es möglich ist. Befreiende Ermunterung. Aha. Abträgliche Effekte aufgehoben. Modalgeschwindigkeit sofort, freundlich Aura plus 2. Bewegungsgeschwindigkeit. Aha. Schwächung der Unwürdigen. Rechtschaffende Seele. Hatte ich nicht irgend noch was, was ich gesagt habe, was wir unbedingt nehmen müssen? Einmal pro Begegnung. Ziel selbst von Wirkeauswirkungsbereich. Aha, plus 3,9 Meter Radius. 6 Wundschaden. Na gut, Entsagung. Oh, Ziel, geistbeschworene Kreatur. 79 bis 91 Wundschaden. Uiuiui, gar nicht mal so schlecht. Rechtschaffende Seele. Oder koordinierte Angriffe. Ah, das können wir noch nehmen. Plus 10 Genauigkeit für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Ägide der Treue? Nein, okay. Wir nehmen die koordinierten Angriffe. So. Und dann steigen wir nochmal ganz schnell mit Eder auf, der es auch verdient hat. Unser guter, mächtiger Krieger hier. Was nehmen wir denn mit ihm? Unbeugsam. 50% erlittener Schaden. Umgewandelt zur Heilung über Zeit. Gar nicht mal so schlecht. Beschützerhaltung. Plus 10 Abwehr, minus 10 Genauigkeit. Das heißt, er würde plus 10 Abwehr bekommen und die minus 10 Genauigkeit wurde ausgeglichen dadurch, dass Eder und Lucius ja meistens auf den gleichen Gegner einprügeln. Wäre natürlich eine Möglichkeit, die man mal überdenken könnte. Furchtlos. Ich glaube, er ist Ansturm. Schmetterschaden. Oh, 2x pro Begegnung. Wow. Der Kämpfer sprintet blitzschnell über das Schlachtfeld und fügt jedem, der ihm im Weg steht. Oh, wir nehmen Ansturm. Jeder wird zur richtigen Kampfsau. So. Gut. Da steht sie auch schon. Falanroet. Reden wir mal mit ihr. Eine Frau in glänzender Kettenrüstung bewacht den Schrein, den Kopf nach unten geneigt. Gedanken verloren oder zum Gebet. Die Schließe ihres Umhangs ist mit dem Kopf eines Hundes verziert.
Das Amulett windet sich in deinem Rucksack, fast als wäre es lebendig. Du spürst den drückenden Zwang zu tun, was der Drache sagt, und es der Frau um den Hals zu legen. Hail, Traveler. Sie blickt auf, als du dich näherst. Ihre ernste Miene weicht einem schiefen Grinsen. Sei gegrüßt, Fremder. Wir sehen hier in letzter Zeit nicht viele Reisende. Ein wahrer Jammer. Wer bist du? Falanruet, von der versenkten Klinge. Möglicherweise die einzige versenkte Klinge, die es noch gibt. Wer weiß das schon. Ich verbringe inzwischen mehr Zeit damit, den Schrein zu pflegen, als Jungdrachen zu jagen. Was hat es mit den versenkten Klingen auf sich? Drachenjäger. Sie lächelt zynisch. Zumindest hielten wir uns dafür. Wir gaben uns die größte Mühe, dafür zu sorgen, dass unsere Beute dieses Stadium nie erreichte. Wir waren von Anfang an ein zusammengewürfelter Haufen. Zunächst beseitigten wir nur hin und wieder einen Lindwurmbefall, aber dann begannen wir, Jungdrachen zu jagen. Mitglieder kamen und gingen. Wir verdienten uns ein wenig Ruhm, nachdem wir halfen, einen ausgewachsenen Drachen zu besiegen. Wir waren glorreich, auf unsere Weise. Manchmal ein glorreiches Chaos, doch es war nicht von Dauer. Einige unserer Mitglieder schlossen sich den Hunden an oder der Krallengesellschaft. Ich mache mir nichts daraus, alte Tempel zu plündern oder mich unter hochwohlgeborenen Narren zu mischen, die glauben, sie seien Galaweins Auserwählte. Ich bin zufrieden damit, unser Banner ganz allein hochzuhalten. Und was tust du hier draußen? Mit dem Vater der Monster einige Worte wechseln. Es ist meist eine recht einseitige Unterhaltung. Sie lächelt leicht. Ich komme gelegentlich hierher. Ich versuche, den Schrein von Ästen und Ähnlichem freizuhalten. Bist du hier, um deinen Respekt zu erweisen? Den Suchergott zu bitten, deine Jagd zu segnen? Nein, ich war ehrlich gesagt noch nie ein guter Jäger. Es gibt viele verschiedene Arten der Jagd. Vielleicht bist du eher Gelehrter. Das Streben nach Wissen, so höre ich, ist ein würdiges Unternehmen, wenn auch nicht nach meinem Geschmack. Lässt sich denn hier in der Gegend gut jagen? Man sollte es meinen. Es hängt wohl davon ab, was man jagt. Trolle und ihre Verwandten hausen hier in großen Scharen. Sie leben von den wenigen Banditen, die in das Gebüsch stolpern. Die meisten Hirsche aber sind weitergezogen und die wirklich beeindruckenden Tiere sind bereits getötet worden. Vielleicht hast du im Südosten mehr Glück, bei den Feuerfällen oder in Ulmenküste. Um ehrlich zu sein, ich suche nach dir. Ach, ich dachte nicht, dass sich noch irgendjemand an mich erinnert. Woher weißt du denn von mir? Das Amulett um ihren Hals werfen. Zack. Das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, es gibt einen Drachen, der dich tot sehen will. Sie wollte, dass ich dich finde. Boah, ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Jetzt, wo ich vor ihr stehe, kriege ich langsam Skrupel, weil ich mir denke, ja, wir löschen sie ja quasi damit aus. Wenn sie doch nur irgendwie böse gewesen wäre oder uns angeschnauzt hätte oder sonst irgendwas. Ich will sie aber auch nicht anlügen. Sagen wir, das ist eine lange Geschichte, es gibt einen Drachen, der dich tot sehen will, sie wollte, dass ich dich finde. Kaum haben die Worte deine Lippen verlassen, zerspringt das Amulett. Das war nicht der Sinn der Sache. Kaum haben deine Worte die Lippen verlassen, zerspringt das Amulett, das du in den Händen hältst, mit einem lauten Krachen. Du spürst eine fremde, brechende Welle des Zorns über dich kommen, dann verschwindet das Gefühl. Falanruet betrachtet dich mit nüchternem Interesse. Sie scheint nicht erfreut, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Falanruet hat wohl recht und es ist wohl besser, dass wir diese Kreatur nicht auf der Oberfläche freigelassen haben. Ich dagegen ganz gewiss. Es muss verlockend gewesen sein, aber Drachen geben keine guten Verbündeten ab. Unsere Wege sind ihnen fremd und sie scheren sich nicht darum, Versprechen zu halten. Schuppenbrecher erhalten. Ich fürchte, du hast dir einen mächtigen Feind gemacht. Ein Feind, den du aufsuchen solltest, ehe er zu dir kommt. Ich schulde dir Dank für das, was du getan hast. Dank und noch mehr. Ich lehre dich, was ich gelernt habe, als ich ihresgleichen bekämpft habe. So kannst du besser vorbereitet in die Schlacht gehen. Boah. Töte den Meister in der Tiefe. Oje, Schuppenbrecher, was macht denn das? Einmal pro Ruhephase. Ziel minus 6 Schadensreduktion, minus 12 Genauigkeit, minus 12 alle Verteidigungen. Wir haben ja schon mal einen Kampf gegen den Drachen hinter uns. Ich bin mir gerade sehr unsicher, ob wir einen derartigen Kampf wirklich überleben würden. Ja, aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen können. Also,
so sehr ich natürlich ja, sicher bin, dass dieser wirklich alte Drache da unten es nicht verdient hat zu sterben, aber wir hätten sie einfach ausgelöscht und sie hat es auch nicht verdient zu sterben. Insofern, ja. Töte den Meister in der Tiefe. Wir versuchen es einfach mal. Wir reisen da jetzt hin. Ich steige nochmal eben mit den anderen auf. Dann reisen wir zum Meister in der Tiefe. Inspirierender Triumph. Plus 7 alle Verteidigungen. Oh, gar nicht mal so schlecht. So. Dann reisen wir da mal eben hin, versuchen den Kampf zu führen und gucken mal, was dabei rumkommt. Wir haben ja jetzt diese neue Fähigkeit mitgenommen. Schnelle Zielerfassung. So, was können wir denn mit ihr machen? Ruf des Meisters, Hiebschaden, ja, Totspielen, ja. Oh, minus 10 Genauigkeit, aber plus 1 Projektile. Auch nicht so schlecht. Modal, Geschwindigkeit, Sofortnutzer-Effekt geblendet. Aha, Gefährten wiederbeleben. Pfeilsinn, Sinn des Raubtiers. Vorbereitung. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht. Bewegungsunfähig. Aha. Betäubende Schüsse. Ziel betäubt für 2,3 Sekunden. Genauigkeit gegen Tapferkeit. Bei Treffer oder kritischer Treffer? Okay. Dann Waldlaufangriff, um den Feind zu betäuben als Zweitangriff, wenn dem Waldlauf ein Treffer oder kritischer Treffer gelingt. Na gut, dann nehmen wir die betäubenden Schüsse. Eventuell kann man ja damit oder kann Sagani damit auch noch den Drachen betäuben. Das wäre natürlich schön. Gut, Erlauf muss noch aufsteigen. Der bekommt Wissen, wie immer. Jetzt kommen natürlich die Zaubersprüche. Verzögerter Feuerball. Schleudert einen winzigen Feuerball los, der für einen festgelegten Zeitraum liegen bleibt. Ach so, das ist wie so eine Granate. Todesbolzen. Starkes Phantom. Beschwören. Erlauf-Duplikat. Starkes Phantom ist eine komplexere Version von wesenhaftes Phantom. Es wird eine unabhängige Kopie des Zauberers geschaffen, die eine Gruppe einfacher Zauber wirken kann. Zum Beispiel, ne? Aufgrund des komplexen Wesens des Zaubers ist die durch starkes Phantom geschaffene Kopie robuster als die von wesenhaftes Phantom geschaffene. So, die Chaoskugel. Schmetterschaden. Wenn erfolgreich, versteinert. 5-mal überspringen. Versteinert, gelähmt, geschwächt. Wow. Welle der Schwächung. Ich glaube, ich nehme Schutzstab. Genauigkeit plus 10 gegen Wille, Waffen beschwören, Schutzstab, okay. Ich glaube, ich nehme das starke Phantom und Tains Chaoskugel. Und Zauberkönnen haben wir jetzt auch noch. Knisternder Blitz, abprallende Fluggeschosse. Ziele, ja, können wir auch mal mitnehmen. Wobei, knisternder Blitz. Schockschaden, Genauigkeit plus 10 gegen Reflexe, okay. Ach komm, wir nehmen den knisternden Blitz. So. Dann sind wir jetzt hoffentlich gut vorbereitet auf den Kampf gegen den Drachen. Ich habe so meine Zweifel daran, ehrlich gesagt. Wir reisen mal zurück nach Hause, denn wir müssen ja in die Tiefe. Na, kann ich nach... Achso, ich sollte auch wohin gehen, wo ich reisen kann. Wäre natürlich angebracht. Ja, und der große Vorteil, den wir davon natürlich haben könnten, wäre jener, dass... Ketten. Oh Mist, ich habe vergessen, den Angriff zu beenden. Ich wollte das doch manuell machen. Verdammt, jetzt möchte ich wissen, welche Auswirkungen das hat letztlich. Ja, großartig. Na gut. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt bin ich wieder komplett aus dem Konzept rausgekommen. Aber das passiert mir häufig. Achso, ja, ich wollte wissen, was der Drache... Amazing. You could fit a whole village in here. Echt? Cool. Volksmannzahltag. Okay... Achso, ich habe noch 18... Oh, manuell beenden. Sind wir genau 18 Minuten vor dem Angriff hier eingetroffen. Das nenne ich mal Timing. Ich habe mich wieder ablenken lassen, ja? Ich wollte wissen, was der Drache hinten in seinem Haut hat. Der wollte ja auf keinen Fall, dass wir da hingehen. Hat gesagt, hat uns ja sogar angegriffen, als wir dann dahin gegangen sind. Könnte mir vorstellen, dass da eventuell was dabei ist, was für uns ganz interessant sein könnte. Denn so ein Drachenhort bietet ja meistens sehr interessante Möglichkeiten und vor allen Dingen Schätze, die da gelagert sein könnten. Ich will plündern, Leute! Ja, so viel zum Plündern. Dankeschön auch. Wir versuchen es einfach. Wir werden den schon irgendwie kleinkriegen. Und wenn wir ein bisschen hantieren müssen mit komischen Zaubern und mit allem möglichen anderen, dann kriegen wir das bestimmt auch hin.
In diesem Fall wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass wir Tränke einsetzen. Ach, ich darf plündern, sehr schön. So, dann würde ich sagen, an diesem Punkt machen wir eine kurze Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir gegen den Adra-Drachen kämpfen. Ein weiteres Mal und schauen, dass wir diesmal gewinnen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem allerhöchst ängstlichen Tschüss.